Ja, und herzlich willkommen zurück zum zweiten Finale praktisch von Postmortem. Ja, und da ich das letzte Mal schon alles gesagt habe, fackeln wir nicht lange, sondern betreten den Raum. Mr. McPherson, wussten Sie schon, dass beim Tarotspiel der Gehängte nicht zum Tode verurteilt, sondern seinem Schicksal ausgeliefert wird? Am Ende seines Weges angelangt, kann er seine Existenz aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Manchmal erinnern sich die Menschen an Sachen von früher und stellen plötzlich fest, dass sie belogen wurden, verraten. McPherson! Helfen Sie mir, Gustav! Halten Sie ihn zurück! Er ist verrückt! Dieser schmerzhafte Schlag, dieser Augenblick, wo unsere Überzeugungen, unser Glauben, unsere Leidenschaften zerbrechen, wo man feststellt, dass alles nur Lüge und Betrug war. McPherson, helfen Sie mir runter! Er wird mich töten! Er wird Sie töten, so wie er alle anderen getötet hat! Er hat Sie alle umgebracht, dieser Kaufner! Er hat Sie alle... Schuldig. Alle sind sie verantwortlich, mich betrogen, verraten und bestohlen zu haben. Genau wie sie es gemacht haben, Blake. Und genau wie sie sie auch belogen und verraten hat, McPherson. Der Baphomet gehört mir. Seit Jahrhunderten gehört er mir. Er ist meine Unsterblichkeit. Geben Sie mir den Kopf zurück, McPherson, oder er wird von Gottes Gericht sein Urteil erfahren. Ja, jetzt mach mal halblang, Kaufner, komm runter, nimm eine Baldrian und alles wird gut. Sie haben Ihre Vernunft verloren, Sie sind ein Monster, ja. So, sagen wir einfach, er ist ein Monster. Sie haben Ihre Vernunft verloren, Kaufner. Endlich sind Sie demaskiert, Sie sind der Mörder. Ja. Sie sind ein Monster. Ich trage die volle Verantwortung für meine Taten. Gut zu wissen. Aber dieser Gegenstand besitzt doch gar keine Kräfte, Kaufner. Weder dieser noch irgendein anderer. Diese Magie hat es nie gegeben. Sie haben ihren Verstand verloren, weil sie das Gegenteil beweisen wollten. Jo, machen wir das. Aber dieser Gegenstand besitzt doch gar keine Kräfte, Kaufner. Weder dieser noch irgendein anderer. Diese Magie hat es nie gegeben. Sie haben Ihren Verstand verloren, weil Sie das Gegenteil beweisen wollten. Genau. Ah, werden Sie mein Nachfolger, McPherson. Ich führe Sie in den Machtkreis des Baphomet ein. Ein Irre langt doch, oder? Baphomet hat Ihr Leben zerstört und ich werde Baphomet zerstören, oder? Ich möchte nicht Ihr Nachfolger werden, Dr. Kaufner. Was haben Sie mir denn zu bieten eigentlich? Diesen Kopf, diesen Baphomet, den will ich nicht. Der gehört Ihnen. Nehmen Sie Ihren Schatz wieder mit. Ja, diesmal werden wir ihn zerstören. Dann wünsche ich viel Spaß mit der Zwischensequenz und verabschiede mich vorerst mal, ne? Bis nachher. Baphomet hat Ihr Leben zerstört. Und ich werde Baphomet zerstören. Hey! Vergesst mich nicht! Nein, Sie erhalten meine Rechnung in den nächsten Tagen. Und die Polizei müsste jeden Moment da sein. Das war doch cool, oder? Was ist mit Kaufner passiert? Was meinst du? Die Bullen haben ihn festgenommen und jetzt sitzt er im Knast. Es ist schon merkwürdig, was Menschen alles machen, nur aus Machtgier. Ja, es gibt welche, die für Macht und Geld alles tun würden, aber wir nicht. Ja, Berenice und Madame Lusso. Wenn das mal nicht nach einem zweiten Teil stinkt, den es dann aber doch nie gibt.
gegeben hat, also keine direkte Anknüpfung an den Teil, zumindest meines Wissens nach. Ja, was ich noch loswerden wollte, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, und wer von Gus McPherson nicht genug kriegen kann, also von unserem charismatischen Helden, der schaut doch am besten mal bei Best Lady Night vorbei. Sie macht nämlich gerade ein Let's Play von Still Life und da taucht der gute Gus auch wieder auf. Er hat zwar eine Nebenrolle, aber er taucht auf. Für alle Gus-Fans da draußen, ein absoluter Schlotzer. Das war Postmortem. Jo, was soll ich noch sagen? Mir hat das Spiel ganz gut gefallen. Es zieht sich stellenweise ein bisschen, aber die Rätsel beispielsweise sind doch recht anspruchsvoll. Und no, und gut finde ich dann den Ansatz mit den verschiedenen Verläufen, Spielverläufen. Das kennen wir ja jetzt ganz gut von beispielsweise The Witcher, ne? Was ist ja eigentlich Besonderheit von diesem Rollenspiel, dass man je nachdem, wie man sich entscheidet, die Geschichte anders verläuft. Ganz so ist es bei Postmortem nicht, also ganz so ausgereift kann man das hier noch nicht erwarten. Aber es gibt zwei verschiedene Wege, stellenweise nur am Ende, das ist ein bisschen schade, verläuft das Ganze so in 0815 Point-and-Click-Adventure doch schon, weil da gibt es dann nur noch einen Weg, das habt ihr ja auch gemerkt, irgendwann beim Spiel, da war die Wahl einfach nicht mehr da und ja, diesen Weg geht man dann strikt bis zum Ende, wo man dann, wie gesagt, also wie ihr jetzt gesehen habt, nochmal entscheiden kann, wie man handelt. Ja, dann wünsche ich euch noch was und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Let's Play wieder dabei. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ist ja ein kleiner Nischentitel gewesen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenigstens etwas so viel wie mir das Spielen. Bis dann und macht's gut. Ciao.